Guten Tag, ich wollte heute mal noch ein Video zu meinen Masken machen. Das hatte sich der Hannibal Lecter gestern noch gewünscht. Grüße gehen raus. Und ja, ich habe heute mal frei und auch mal wieder Lust, irgendwas zu bringen, also mache ich das jetzt auch mal. Fangen wir auch gleich mal mit der ersten an. Wie es sich unschwer erkennen lässt, ist es so eine Purge-Maske. So eine mit LED-Kabel. Ich habe sie versucht, so originalgetreu wie möglich nachzubauen, halt auch mit der Bemalung und all dem Ganzen. Der Kranz und so ist alles selber gemacht. Aus Pappe. Hier sieht man nochmal, wie ich die Kabel gelegt habe. Machen wir sie mal ganz kurz an. Sieht man jetzt nicht so. Obwohl doch, man sieht schon den Unterschied. Ja. Kommen wir zur nächsten. So, die nächste also ist fast genau die gleiche wie die davor, bloß dass die hier blaue Kabel hat. Ja, kann man auch erkennen. Und dass sie auch kein Blut hat, sondern hier nur ein bisschen Schmutz und Kratzer und das Ganze und ein bisschen Abnutzung hier. Ja, also es ist halt eher so eine schmutzigere Version und keine blutige. Hier nochmal mein Logo. Ja, so sieht die halt von innen aus. Ja. So, die vorletzte Purge-Maske, die ich selber gemacht habe, also die aus dem Film stammt. Hier, die hier kennt ihr. Die habe ich ja mal gebaut vor der Kamera. Das Auge hier hängt ein bisschen das eine. Ist jetzt aber nicht weiter schlimm, man kann eh nichts durch die Maske erkennen. Muss man ein bisschen schielen. Die ist halt auch eher nur so ein Dekostück für mich. Die liegt bei mir im Regal rum, verstaubt aber nicht. Wird immer schön gepflegt. Ja, kommen wir zur nächsten. Eine, die ich selber gemacht habe. Und zwar die hier. Also komplett auch selbst designt und so. Das soll so jetzt eine Art Clownsmaske sein. So ein bisschen orientiert am Joker. Aber nur ein bisschen, also nicht komplett. Nicht, dass mir jemand sagt, boah, du hast hier eine Scheißvorstellung vom Joker. Naja, sie sollen nur ein bisschen so aussehen. Also eigentlich ist nur der Mund mehr oder weniger vom Joker übernommen worden. Aber ansonsten ist alles komplett selbst kreiert worden. Sie besteht aus sechs verschiedenen Kopfteilen, die man hier einzeln abnehmen kann. Ihr seht schon, darunter war mal eine ehemalige Patchmaske mit LED-Kabeln. Das war eine meiner allerersten und die habe ich jetzt halt umtransformiert. So, kommen wir zur nächsten Maske. Das hier ist der Hannibal Lecter Maulkorb. Den habe ich einfach mal so aus Lust und Laune gemacht. Ich hatte mir jetzt nicht wirklich Mühe dabei gegeben. Man sieht auch hier schon, ein paar Bohrungen sind nicht so gut geworden, wie sie eigentlich sollten. Innen ist sie jetzt auch nicht so bombig bemalt worden. Aber von da außen sieht die eigentlich schon relativ echt aus, könnte man meinen. Dann hier noch so ein Druckknopfsystem. Also nicht wie im originalen Gürtel. So ein Gürtelschnallen und so. Naja. Aber nun gut, kommen wir mal zur letzten Maske. Und das ist die hier. Ja, die ist auch wieder aus der Patch. Das ist jetzt die letzte. Das ist auch wieder aus dem dritten Teil. Die hat echt extrem lange gedauert. Hier die Augen und das Ganze und die Gesichtszüge und das Ganze. Also die Maske besteht halt aus einer normalen Grundform. Die kann man hier auch wieder erkennen. Aus Pappe und Modelliermasse. Darüber dann halt Farbe gestrichen und das Ganze nochmal ein bisschen modifiziert. Und das ist eigentlich auch schon wieder alles. Aber sieht auch schon schick aus, muss man mal zugeben. Auch wieder natürlich sehr am Original orientiert. Also halt die ganzen Stellen, wo die Zähne stecken und so. Wartet mal kurz, ich suche das Bild raus. Also es lassen sich schon Ähnlichkeiten erkennen. Hier die Augenverzierungen. Ja, nicht so gut geworden, aber sieht schon fast wie das Original aus. Die Schrift ein bisschen zu groß, finde ich. Aber egal. Dafür ist dann der Mund hier etwas kleiner geworden.
Also Zähne sind, stehen jetzt nicht so groß hervor wie bei der originalen. Lässt sich eigentlich auch gut erkennen. Ja, das wäre eigentlich dann auch schon das ganze Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mal in die Kommentare, welche Maske ihr am besten fandet und wo ich eventuell noch was verbessern könnte. Oder welche Maske ich in Zukunft mal nachbasteln sollte oder überhaupt mal machen sollte. Dann schreibt es halt in die Kommentare. Man sieht sich. Ciao.